Dann wollen wir mal Utet mal helfen, ne? Dann müssen wir noch dahin, okay. Das sind die zwei. Drei tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Utet hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Dann werden wir mal folgen. Das heißt, wir müssen gleich gegen die Kopfgeldjäger kämpfen. Aber Utet ist dabei. Hüp. Hüp. Das ist ein Jump'n'Run-Spiel halt, ne? Aber wird er uns jetzt nicht angreifen? Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Das war klar. Ich kletter so gerne hier in diesem Spiel. Warum hast du das nicht geschafft? Oder habe ich was übersehen? Alter. Ich habe bestimmt was übersehen. Hier nicht. Dann keine Ahnung warum. Bin wohl aus der Übung. Aha, lieber da unten als da. Auf jeden Fall hat er eine gute Übersicht, wenn er ganz oben ist. Das heißt, er hat mich schon längst gesehen. Oder er wird da oben noch angegriffen von irgendwas schon. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Utet? Essensreste. Ich wette, Utet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Ja gut. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es hier lang geht. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch auf was. Sieht so schön aus. Irgendwas kommt noch ganz groß. Auf jeden Fall werden wir bestimmt gegen die anderen antreten müssen. Da ist er das? Nein. Es war nur ein Baum. Eine tote Maschine. Utet hat gejagt. Danke, Utet. Alles Nützliche wurde entfernt. Utet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Glitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbarem. Feuer. So, Nummer 1.
Okay, zurück zu Uthet. Wohin ist er von hier aus gegangen? Ah, jetzt kommt auch noch schlechtes Wetter. Ich glaube, den kann ich nicht looten, ne? Wenn ich Glück habe, ist der... Ach, egal. Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Das stimmt. Und noch ein Wächter. Gute Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Der war sehr erfolgreich, mein lieber Scholli. Mal sehen, was noch so auf uns zukommt hier. Ich habe das Gefühl... Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Sorry, Uthet, aber den musste ich jetzt mal eben noch abfangen. Halt. Meins. Meins. Oh, das sieht aus nach einem... Schau mal an, wo es hier noch überall lang geht. Da reden wir mal mit Uthet. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen. Die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann. Mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du... Er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthet, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg.
Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger, befiehlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner, ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hab sie! Hier drüben! Ach, weißt du was? Hey. Das hier ist... Tschüss. Angriff fortsetzen! Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs! Ist mir doch egal. Immer noch. Na los, ihr Feiglinge! Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Ach, was machst du denn da? Los, warum zielt sie dich auf einmal? Okay, das ist ja kein Thema. Nee. Ich will erstmal wissen, was sie da noch für ein Loot haben. Komme ich da nicht hin? Echt jetzt? Vielleicht kann ich dich noch looten. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, ist ja gut. Steck schnell ein, was du kannst. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon.
aber inzwischen nicht mehr so sehr. Ich dich auch. Vorsicht, links. Ein Mädchen, sie ist bewaffnet. Oh, kommt da echt noch mehr? Hierher! Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Ja, warum eigentlich nicht? Ich hab nichts vor bis jetzt, also, ne? Ich kontrolliere nochmal. Aber dass der einen Rassler hat, das... Kein Platz. Kein Platz. Danke für deinen Loot. Der tut mir ja so gut. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Aber du hast eine Aloy. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ach, Quatsch. Ich will nur gucken. Ich dachte, ich hätte hier... Nö. Oh ja, wir werden schön vorbereitet. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Darüber, dann haben wir ihn. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne.
Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Waffenbrüder! Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Nein! Doch nicht wahr. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Kann ich da runterspringen? Der Zorn der Sonne soll dich treffen! Ja, kann ich. Also hopp, 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 hopp. Wo ist er? Für die Gerechtigkeit! Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthed. Ich bin gerade als dieser Abtaub. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Ach Gott, wo ist dieses? Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Oh, der ist weg. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Ich brauche etwas, was weh tut. Alter! Die Sonne sinkt von deinem kläglichen Leben, Uthed. Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthed. Boah, alter Falter, haben die was drauf gehabt. Also, die waren echt heftig. Wieso habe ich das Gefühl, dass der noch was in, noch ein Ass im Ärmel hat, der Typ?
dieser Mönch. Und dass wir noch in dieser Arena landen werden. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste? Sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Inora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Stufe 43 erreicht. Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse. Oh Gott. Nervös beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Gut, wir haben Fertigkeit, nur ein Punkt. Das heißt, wir haben 3, 3, 3, 3, das sind schon mal 12. Ja. Inventar, Munition. Okay.
alles rausholen, was wir haben. Immer wieder hier reingucken. Ich weiß leider nicht, diese Steine. Gut. Was für ein Fund. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Ah, warte mal, da geht's runter. Komm ich da rauf? Nein, natürlich nicht. Schade. Die Nora sagte, du. Warte mal, ist hier irgendwas, was ich vielleicht noch nutzen könnte? Nee, ne? Ja gut, ich habe ja noch die Banuk-Dinger. Hier ist jetzt Rede mit 3 Cihuadiv und hier ist natürlich dunkle Geheimnis der Erde. Begib dich zum großen Balkon.